Moin, ich bin's mal wieder mit einem weiteren Video und zwar heute zu einem Erfahrungsbericht. Ich hatte schon einen Erfahrungsbericht zu GearBest, zu Banggood und jetzt zu Geekbuying. Auch bei Geekbuying habe ich schon bestellt, nicht so häufig, weil es einen Grund hat und zwar grundsätzlich muss ich sagen, Geekbuying hat ab und zu mal gute Preise, aber das ist eher doch relativ selten halt. Ne? Meistens ziehen sie mit, wenn irgendwie ja, irgendwo halt was günstiger ist, aber ja, irgendwie so richtige Knallerpreise haben die nicht. Ganz, ich glaube vor 2 Monaten oder so gab es das Redmi Note 4 am günstigsten bei Geekbuying, bevor es dann bei GearBest sehr günstig wurde. Und da gab es dann halt für ein paar Tage und da habe ich dann halt ein Redmi bestellt. Oder ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht großartig die Dings, die ja, Beispiele halt, ne? Ich hatte hier mal eine Uhr bestellt, ich hatte mal, wie gesagt, ein Handy bestellt, ich hatte mal eine TV-Box bestellt. Was angekommen ist, war die TV-Box. Dann hatte ich halt, wie gesagt, das Handy bestellt, das Redmi. Da ist eins angekommen und das andere, das ist beim Zoll hängen geblieben und ist dann halt zurückgegangen. Bei dem einen musste ich halt auch noch Einfuhr Umsatzsteuer bezahlen und das andere wurde überprüft und wurde nicht ausgehändigt. Komischerweise. Jedenfalls muss ich sagen, dass das ja halt Geekbuying leider nicht so eine Option hat, dass man halt wie bei GearBest irgendwie so eine ja, Sicherheit vor dem Zoll hat. Also die Produkte, wenn man Pech hat, landen beim Zoll. Oder zum Beispiel, man muss irgendwie Einfuhrumsatzsteuer bezahlen bei DHL halt, ne, vor der Tür dann. Ja, das ist halt leider ein Problem. Ansonsten muss ich leider auch sagen, dass sie nicht ganz so kulant sind. Ich hatte halt, wie gesagt, auch so eine Uhr bestellt, so eine Smartwatch. Sowas wie so eine Apple Watch, aber eben deutlich günstiger und mit mehr Funktion tatsächlich sogar, dass man telefonieren kann und sowas alles. Na jedenfalls hatte ich da mit dem Produkt Probleme, dass das Produkt wirklich abgewichen ist von der Produktbezeichnung. Die ja, WLAN-Funktion war nicht so gegeben, also wirklich eigentlich recht schlecht gewesen und so weiter. Ist zwar dann im Laufe der Zeit verbessert worden durch den Hersteller mit Patches und so weiter, aber das Problem war halt einfach, dass ich halt den Händler kontaktiert hatte, dem mitgeteilt hatte meine Probleme da mit dem Produkt und so richtig wollten die nicht großartig was machen. Die haben mir dann, glaube ich, was war das, irgendwie 10 Euro oder so wollten die mir zurückgeben. Ich hatte bin da meinen 70 bezahlt oder 78 oder so und die wollten mir so ein paar Groschen zurückgeben und das war's. So richtig wollten die nichts machen. Ja, und dann musste ich halt nach dem Hin und Her PayPal einschalten und erst dadurch habe ich dann halt ein bisschen Geld zurückbekommen, ein bisschen mehr Geld zurückbekommen, weil das Produkt wirklich nicht so gut war. Des Weiteren ist es auch noch alleine kaputt, also naja, nicht richtig kaputt, aber zumindest diese untere Schale, diese Abdeckung des Akkus ist geplatzt, weil einfach das Produkt offensichtlich nicht richtig oder nicht ausreichend getestet wurde und diese Plastikschale war ständig unter Spannung und da ist es halt geplatzt und das Produkt an sich war top in Ordnung, funktioniert bis heute, bloß eben diese blöde Schale, ne? Und das habe ich dann halt auch mitgeteilt. Das hat die halt im Grunde auch nicht wirklich interessiert. Naja, wie auch immer. Jedenfalls kann ich bezüglich der ja, dem Service und so weiter nicht wirklich positiv irgendwas erzählen. Die machen erst unter Druck irgendwas, ne? Zahlen vielleicht ein bisschen was zurück und so weiter.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Produkte, wenn die zurückgesendet werden, aufgrund dessen, dass sie komplett kaputt sind oder so, ne, dass man da noch mehr Probleme hat. Und was kann ich noch sagen? Ach so, ein Produkt ist auch mal nicht angekommen. Und das war ein Akku für diese Uhr, weil ich habe einen separaten Akku bestellt. Habe da natürlich auch Geekbuying mitgeteilt, ja, dass ich da Probleme hatte, ne, dass es nicht angekommen ist. Und Geekbuying hat sich erneut nicht interessiert. Das war natürlich alles so zeitlich relativ ähnlich, weil ich das Produkt natürlich sofort, also als ich das bestellt hatte, hatte ich sofort auch den Akku dazu bestellt. Und das eine halt ist angekommen und der Akku ist halt nicht angekommen. Und da habe ich das natürlich zeitgleich mitgeteilt. Und diese Probleme dann mit dem Gerät dann im Nachhinein noch, aber wie auch immer jedenfalls, da hat sich Geekbuying auch nicht großartig geschert drum. Ne? Und da musste ich halt auch PayPal einschalten. Das waren ca. 6 Euro für den Akku. Und das wollte Geekbuying freiwillig nicht zurückzahlen. Also musste ich halt PayPal einschalten und die haben dann mitgeteilt, jo, das Paket ist nicht angekommen und Geld zurück. So, also da kann ich eigentlich keine Empfehlung aussprechen, beziehungsweise eher noch nicht einkaufen bei Geekbuying. Also das ist nicht so gut hier mit dem Händler. Okay, gut, nebenbei, das ist natürlich nur meine Erfahrung. Es kann natürlich auch sein, dass man Glück hat und alles ankommt und alles heil ist und so läuft, wie es laufen soll und so weiter. Dann kann das natürlich auch sein, dass dann alles gut ist, weil bei Gearbest hatte ich bisher auch keine Probleme und ich habe natürlich auch trotzdem bei Gearbest oder über Gearbest Schlechtes gelesen. Ne? Nur, wie gesagt, ich hatte hier schlechte Erfahrungen gemacht und kann nur das sagen. Ne? Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.